geht ans Limit hört. Ist das ein Latschenmassaker da auf? Das artet ja heute schon wieder mal völlig aus, völlig irre. Willkommen zu diesem Bike-Video, liebe Leute. Ich versuche mich konditionell ins nächste Level zu katapultieren. Ich habe einmal mein erstes Oberzug geschafft. Ich bin am Wolfgangsee, jetzt muss ich nur wieder gut retour kommen. Ihr könnt zur Tour erwarten eine Mountainbike-Tour mit Tragepassagen über 100 Kilometer und vermutlich über 3000 Höhenmeter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, viel Spaß, dranbleiben. Los in der Finsternis. 200 Höhenmeter ist bereits aufgegangen nach St. Koloman, also Richtung. Und das erste Ziel ist die Bergalm. Jetzt muss ich mal Richtung Tauglboden fahren. Die Morgenstimmung ist so geil nach dem gestrigen Gewitter. Ja, also da geht's ziemlich cool einer. Boah, da geht's so steil rauf. Ja. Zur Kumpi hier oben. Jetzt bin ich schon Tagelbrunn vorbei. Aber jetzt geht die Tour richtig los. Ja. 810 Höhenmeter schon gemacht und ein bisschen Listen auf die Bergalm, aber die Tour wird einmal super geplant bis jetzt, schön im Schatten raufgekommen. Das ist wichtig, wenn man so lange aus ist wie heute, geplant zumindest. Oder? Ziel der ersten Etappe, Bergalm, 2 Stunden 3 vor der Heimdorfer. Wird es leider gerade gekommen, Regen spielt. Schauen wir mal, ob es schon was zum Trinken gibt. So, da kurz eingehört bei der Bergalm. Die ist wirklich extrem empfehlenswert. Und ja, jetzt geht's los in mein richtiges Abenteuer. Noch über 20 Kilometer und 900 Höhenmeter. Da gab es die Osterhornrunde, aber ich werde es ein bisschen ausdehnen. Und zwar über einen Regenspitz, wie ich jetzt raufgehe. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. War nicht so einfach, aber das hat auch keiner gesagt.
Der Weg da rauf ist übrigens mit T3 auf der Wanderskala beurteilt. Alter, ist das ein Latschenmassaker da rauf. Ja, in dem Sinn, bergheil, jetzt nochmal da vom Regenspitz her oben. 3 Stunden und 3 Minuten habe ich vor dem Heim da rauf verbracht mit dem Radl, vor der Bergheim, genau 1 Stunde durch das Latschenmassaker rauf. Also das war jetzt echt richtig zach. Ich muss sagen, mein ursprünglicher Plan war jetzt gewesen, da drüber bis aufs Gruberhorn, dann in die Schatten zum Gennohorn oben und zu den Gennoalmen und dann da hinten rausfahren. Aber das tue ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht an, weil das wird da drüben wahrscheinlich mindestens genauso anspruchsvoll wie da rauf. Und ja, wenn es da ausgesetzt ist und du bleibst irgendwo hängen, das zahlt sich nicht aus. Und insofern habe ich aber einen super Plan B. Und zwar da die Feichtenschnauern. Die ist direkt da vorne. Und von da kann ich nachher auch wunderbar nach Hintersee runterfahren. Und dann kann ich meine Tour eh so weitermachen, wie ich es ursprünglich geplant habe. Also, das artet ja heute schon wieder mal völlig aus, völlig irre. Stufen steigern. War eine gute Entscheidung. Also da ist echt viel besser runtergegangen. Die Latschen ganz wenig nur. Und von hier an geht es einmal mit dem Rall bergab nach Hintersee. Ich freue mich schon mega drauf.
Also jetzt bin ich in Hintersee vorbei. Jetzt geht es einmal Richtung Feistenau. Jetzt geht es Richtung Tiefbrunnau. Und von da, wie ihr hört, den Wolfgangsee an. Alter Verwalter, was habe ich mal da oben da? Jetzt geht es aufs Zwölferhörnl laufen. Ach Schnee, der Ausblick jetzt da. Das stark bin so jetzt hier aus. Oh, jetzt bin ich da kurz unter der Pilsteinhöhe. Und ja, 2000 Höhenmeter habe ich schon hinter mir. Es wird echt richtig zart. Da muss ich nur irgendwie raufkommen und dann geht es nach Strobe. Puh, geht ans Limit heute. Das Gute ist, da der Brunnen habe ich jetzt noch mal 1,5 Liter Wasservorräte auffüllen können. Jetzt komme ich mal problemlos weiter. Ja, jetzt bin ich da am Pilstein herum. 2150 Kilometer bis jetzt und Strobe ist angeschrieben mit 18 Kilometer. Los geht's! Wow, geiler Scheiß, der Wolfgangsee! Juhu! Wow! Alter Verwalter, Leute, da vorne der Wolfgangsee. So geil! Jawohl, geil, bin da am Wolfgangsee. So, mit zwei Riegel und zwei Cola gestärkt geht es jetzt von Strobe auf die Postalmaffe. Das ist der letzte mega Anstieg, den ich heute habe. Ich habe schon einen Mordsrespekt, aber die Füße geben mir noch was her. Ja, Mann!
ist das schön. Boah, das ist nochmal ein richtiger Hirnficker da rauf. Jetzt bin ich noch nicht einmal beim Parkplatz vom Klettersteig. Da geht es dann so weit rauf. Durchhalten. Also, falls man da durchblitzeln sieht, das da, das ist der Spaba. 1500 irgendwas. Auf 900 irgendwas bin ich jetzt dann schon. Also, geht bergauf. 300-400 Höhenmeter sind es noch. Das packe ich auch noch. Also durchs steilste Stickerl habe ich mich schon aufgekämpft. Ich bin jetzt schon auf über 1100 Meter herum. Ostern geht maximal bis auf 1300 links von mir. Hinter mir sieht man den Ringkogel. War heuer meine erste Bergtour mit dem Mensch. Da vorne der Schafen, rechts der Braunedelkogel. Und man sieht auch schon die Wolken, wie sie sich auftürmen. Wir sollten die gut geplant haben. Die sollte dort vor dem Gewitter daheim sein. Ja, da ist jetzt der Abzweiger nach Abtenau. 19 Kilometer und nachher nochmal 18 heim. Also knappe 40 Kilometer noch. Schauen wir mal. Ich bin guter Dinge. Das Schlimmste ist hinter mir. Zweitausend Höhenmeter. Ja Mann, das Gewitter zieht auf und ich schaff's noch vorher heim. Geiler Scheiß. Kurzes Fazit nach dieser genialen Bike-Tour. Und zwar das Fazit mache ich jetzt zwei Tage nach der Tour selber. Bin nämlich kurz vor dem Gewitter noch heimgekommen, hat alles gut gepasst, aber ich habe mir jetzt noch
schönes Platzerl gesucht, bin in der Zwischenzeit heute schon wieder mit dem Radl unterwegs gewesen. Also das hat ordentlich eingeschenkt, das war eine riesengroße Herausforderung für mich. Im Vorfeld habe ich mir schon gedacht, ja, könnten an die 3000 Höhenmeter werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das bock. Den größten Respekt habe ich eben gehabt vor der Postalmstraße, weil ich die einfach kenne vom Drüberfahren mit dem Auto. Und ich muss aber sagen, die Postalm, natürlich war ich konditionell schon ziemlich am Arsch da. Habe mir aber vorher noch zwei Cola gekauft, um den Zuckerhaushalt wieder auf Vordermann zu bringen. Und ich habe dann einen Riegel auch noch gegessen in Strobe. Und insofern ist mir noch die Postalmstraße relativ einfach gefallen im Vergleich zur Zufahrt zur Bergalm, weil da zur Grundbichalm auf geht schon ordentlich steil weg. Und nachher eben auch das Radl schleppen auf dem Regenspitz rauf und nachher auch runter, war was, was man nur dann macht, wenn man es unbedingt machen will. Und ich wollte das unbedingt eben machen. Und die zweite riesengroße Challenge war nachher für mich eben da der Anstieg von der Tiefbrunnau aufs 12er Herndl / Bilsteinhöhe rauf. Und da hat es aber das absolute Highlight der Tour gegeben. Eben die kurze Strecke, wo es dann wirklich auf so einem richtigen Mountainbike-Trail dahingegangen ist. Und auch die elendig lange Abfahrt da nachher nach Abersee runter war richtig genial. Wie ich das erste Mal den Wolfgangsee gesehen habe, da ist mir mein Herz aufgegangen. Und ja, also das war was, was mein Leben definitiv Vollgas bereichert hat, die Tour. Und es zahlt mir voll, dass mir das aufgegangen ist und dass ich das Ganze auch geschafft habe. Also ich habe mich konditionell sicherlich jetzt ins nächste Level aufkatapultiert. Und ja, ich muss daheim mein Schatzl fragen, ob ich sowas wieder mal machen darf, ob es mich wieder mal einen ganzen Tag auslässt. Weil wenn das der Fall ist, dann weiß ich, dass ich auch das toppen kann und darauf freue ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall war, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das supportet den Kanal, unterstützt den Algorithmus. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren. Fragen wie immer unten ein ins Kommentarfeld. Mehr habe ich nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao.